Nicer Dicer, kauft ihn jetzt, kauft ihn sofort. Now, 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 out now! Wisst ihr, was ihr wirklich kaufen solltet? Mein Merch. Nein, als ob ich das sagen würde. Nein, ein Kazoo. Jeder Match, in jedem vernünftig sortierten Haushalt, sollte es ein Kazoo geben. Habe ich das ja nicht eingesammelt? Weiß ich nicht. Zähl mal. Ich glaube nicht. Habe ich. Okay. Ja, richtig, genau. Ja. Aus diesem Grund sollte es mehr. Ich hatte ewig lange keins. Also, ich wüsste doch nicht, dass ich jemals eins gehabt hätte. Ich wüsste gar nicht, du wüsstest gar nicht, wie du ohne leben könntest. Heutzutage? Heutzutage könnte ich ohne Kazoo nicht mehr, nee. Ich hab nur einen Elektroschocker. Meine Mama hat einen. Einen Elektroschocker? Ja. Warum? Die arbeitet in der Spielothek. Und wenn die abends abschließen muss, so, ne, dann. Ja, klar, klar. Fühlt die sich da besser? Fühle ich, kann ich verstehen. Ich auch. Ja. Vor allen Dingen, pass auf, Fun Facts: Mein Nachbar, ne? Ja, von da. Der ist da gelegentlich mal, also was heißt gelegentlich in der Spielothek? Der hat da schon 8-mal Hausverbot gekriegt. Ach du Scheiße, ja. Weil er da jedes Mal mega Terror schiebt und ausrastet und er kam schon voll auf die Polizei wegen ihm, weil er den Hausverbot nicht einhält. Und immer wieder aufs Neue schmeißen die den da raus. Er weiß auch ganz genau, dass meine Mutter hier gelegentlich vorbeikommt und so, ne? Aber es ist dem halt nicht mehr unangenehm. Kannst du dir das vorstellen? Es wäre bestimmt unangenehm, überhaupt, nachdem ich Hausverbot habe, da überhaupt noch mal reinzugehen. Ja, oder? Ist das krass? Mega unangenehm. Verstehe nicht, wie die Leute sind so einfach dreist und dumm. Ist der Wahnsinn. Warte mal, wie komme ich da denn? Ach, ich fliege am besten. Ich fliege! Da rechts war ein Kamel. Das Kamel, das zieht so das ganze Spiel. Das ist witzig. Ja? Ja. Also, das ist das erste Mal jetzt hier. Wir sind gerade auf das Kamel draufgesprungen, Ricky. Und davor haben wir es in diesem Level befreit. Ja, das weiß ich, aber ich meine, es ist erstmal jetzt hier in dieser Welt. Ja, aber es kommt noch in der Welt vor. So. Später. Das ist ja, aber der zieht sich ja nicht durchs ganze Spiel. Ach bitte, das ist schon fast durchs ganze Spiel zieht es sich, okay? Nee. Ich glaube, wir fehlen Gott sei Dank keine. Das Schöne ist, wir hatten noch keinmal das Problem mit den Noten. Mit den Noten. Mit den Noten, ne? Mhm. Haben immer alle Noten gehört. Das Würst kann ich das Ding jetzt mal treffen. Entspannen Sie sich. Jetzt reicht es mir. Ich verlasse diese Wüste und suche mir ein ruhiges, schattiges Plättchen. Plättchen vor allem. Plättchen hat er gesagt. Ja, ich habe aber Plättchen gesagt. Ah, okay. Ich habe Bock auf Plätzchen. Eigentlich nicht. Bist du warm dafür? Ich hab Bock auf einen Burger. Ich fühle mich halt so, als wäre ich echt in der Wüste. Ja, das ist, glaube ich, das liegt aber auch an dem Spiel, das hier ist. Ich glaube, gleich geht es wieder besser. Meinst du? Ah, okay. Ich dachte gerade, wollte es mich hauen. Ich dachte gerade, wie ich kurz. Das sah aus, als würde er ausholen, um nach mir zu schlagen. Da. Das kommt noch. Das kommt noch. Das kommt halt wirklich noch. Ja. Oh, okay, das. YouTuber bringt anderen YouTuber um wegen Banjo Kazoo. Meinst du wenig wegen Banjo? Nee. Gibt's da noch mehr Gründe? Oh ja. Deswegen. Da gibt's genug Gründe für. Ja. Da müssen wir nicht auf Banjo warten. Ich habe den Gürtel sogar schon ausgezogen, es ist soweit. Oh nein, Ricky, zieh den Gürtel wieder an. Warte mal. Ah gut, ich habe den Schalter gedrückt. Du musst da oben, hast du gedrückt. Ich wollte sagen, habe ich ihn gedrückt? Mach keinen Scheiß jetzt. Wupp. Weißt du, welches Spiel ich mal gerne spielen würde, was ich aber noch nie gespielt habe? Ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch gibt. Erzähl. Conker's Bad for Day. Gibt's nicht auf Deutsch. Hm. Ich habe schon gespielt. Und? Voll beschissen. Ja? Ja. Warum? Soll ein bisschen sein wie Banjo, ne? Nur für Erwachsene. Nein, es ist überhaupt nicht wie Banjo. Es ist langweilig. Spannender. Nee. Guck dir doch mal ein Let's Play dazu an. Nee. Sehr langweilig. Die Grumps haben doch 3 Parts. Ja? Yeah? Ja. Guck doch mal in die ersten 3 Parts rein und siehst du, warum sie nur 3 Parts haben. Okay. Und denkst dir, ey, das ist ja gar nicht mal so gut. So, wo muss ich denn hin? Warte mal. Was ist doch in der Wüste? Schneewelt haben wir schon, Wüste haben wir schon. Schneewelt haben wir schon, Wüste. Wir müssen jetzt, Mad Monster Mansion, das ist mein Hasslevel, würde man sagen. Na super! Ja! War gewollt. Beat Threads. Aber wo mache ich denn die Mad Monster Mansion auf, Ricky? Erzähl mal. Ich bin da gerade unsicher. Keine Ahnung. Okay. Vielleicht bei. Dann versuchen wir da mal hinzugehen. Ja. Man muss sich nicht jetzt nach oben? Oder etwa nicht? Hier muss ich erst hier rein und dann nach oben? Ich habe gar keine Ahnung, wo überhaupt was ist. Ich habe den ganzen Spiel überhaupt nicht so gefolgt. Hast sämtlichen Überblick verloren, ne? Ja, habe ich echt.
Ja, glaube ich dir. Da glaube ich dir sofort, weil, also, diese Grunty-Welt hier, ne, die ist auch tatsächlich nicht so übersichtlich, wie sie sein könnte, finde ich. Nee, auf keinen Fall, die ist sehr unübersichtlich. Ah, ich habe auch lange Zeit gebraucht, um mich hier überhaupt zurechtzufinden. Allein deswegen werden wir schon schneller als 9 Stunden sein, weil ich früher in dieser Welt mich nicht so zurechtfinden konnte, wie ich es jetzt kann. Mal gruselig. 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 Deswegen auch Mad Monster Mansion, Ricky. Das ist das Grusel-Level im Spiel. Guck mal, pass auf Piranha. Verbeiß dich. Aber er ist nicht so aggressiv wie der Hai. Immerhin. Ey, der Hai war ein Arschloch. Der Hai hat richtig Probleme. Ich glaube, der war ey, Digga. Ey, der Hai. Ne, wir sollten nicht so über den Hai reden. Der hat zu Hause viel größere Probleme. Der ist nämlich das Problem, ne? Seine Frau, die hat einfach die Hosen an. Ne? Und dann denkt er sich, wenn ich rausgehe, zeige ich mal, wie ich King bin. Das sagt man doch immer über diese Menschen, die die ganze Zeit so rechthaberisch und wie nennt man das? Dumm sind? Nee, nicht dumm, sondern Arschloch. Also Befehlston-Menschen, ne? Auf der Knechte. Ja. Immer so Leute, ey, du musst das bei so machen, so. Es gibt ja die Kette des Anschreins. Ja, genau. Und ich, der nie angeschrien wird und auch niemanden anschreit, der... Nein. Wen schreie ich an? Den Zuschauer, mich. Halt die Schnauze! Oh, hab ich mich gerade. Siehste? Er wundert sich so hart darüber, dass ich ihn anschreie. Jetzt merkt er erst das erste Mal, dass ich ihn sonst nie anschreie. Oder? Jetzt hast du es gemerkt. Mach ich sonst nicht, ne? Oh mein Gott. Hab ich mich gerade. Wäre ich nicht hochgesprungen? Gesichtsausdruck war auch Gold, ey. Er hat sich halt nicht gespielt, erschrocken oder so. Wirklich ernsthaft so. Ich habe mich halt wirklich erschrocken, weil ich damit nicht geredet habe. Ja, da hast du so was gedacht, ne? Alter Schwede. War der Plan. Oh Mann. Oh, Halleluja. So kann man Grantys Welt doch mal verbringen, den Ricky in halbem Herz zu fangen. Er hält sein Herz auch die ganze Zeit. Ja, ich habe meine Titte. Und da ist doch dein Herz. Jetzt würde ich jetzt schon rein? Ich muss erstmal hinlaufen. Ach so. Inwiefern? Ja, wir können da erstmal rein. Das passt schon. Das passt schon. Ja. Oh. Lecco mio, Hanso Blanco. Ich kann auch sonst nichts wohin gerade. Das ist halt so das Ding. So. Gibt jetzt keine Sachen, die wir noch zuerst erledigen könnten. Ah. Jetzt sieht man auch schon, wie weit es halt auch so zwischen den Welten ist. Ja, ist ja Wahnsinn. Pass auf, halt nicht runter. Nee, hatte ich nicht vor. Gut. Man sieht nichts. Hey, man sieht einfach nichts. Nee, wenn es dunkel wird, ist es halt wirklich schwarz. Alter, hier sind wir in Gruselvilla. Alter, es ist scheiße gruselig. Ist ja nur. Der Vogel hat noch Quatschen sind, der Bär, der schleppt ein Doppelkinn. Boah, das ist gemein. Ein bisschen gemein. Hat gesagt, wir sind fett? So, das müssen wir aufmachen. Warum? Weil wir da später mit der Verwandlung hin müssen. Und wenn man das vorher nicht aufgemacht hat, dann geht man wieder rein, um sich wieder zurück zu verwandeln, macht das Ding auf. Ja. Und dann geht man wieder rein, um sich zu verwandeln, geht wieder raus. Ah. Dinge, die man nicht gut will. Dinge, die man wissen muss. Banjo. Fun Facts über Banjo. Gibt, glaube ich, gar keine richtig krassen. Außer, dass halt der Bal damals kein Müllschlucker war, sondern ein echter Bal. Was ein Hai? Das ist ein Wal. Oh. Sieht zwar aus wie ein Hai, soll aber ein Wal sein. Tatsächlich. Oh, da wollen wir nicht hin. Was ist denn das? Nee, da brauche ich einen ganzen Part für, um darüber zu reden. Was das ist? Ja. Warum? Weil das ein bisschen dauert. Okay. Ich werde da sehr ausführlich sein, Ricky. Also. Sich drauf freuen. Na super. Freude. Es gibt ja tatsächlich doch Fun Facts über Banjo. Ich freue mich. Richtig auch. Krasse. Also so ein richtiger Doki Doki Panic Fact, den jeder kennt, außer scheinbar du. Ja. Ne? Astrein. Geil. Neues von Volo. Ist ja nicht neu. Ah, guck dir an, was da alles Schönes gibt. Ist der Wahnsinn. Ist der Wahnsinn. Da flippst du aus. Ja, genau. Genau. So, ich würde aber sagen, das war's für den Part. Das war's heute für diesen Part. Mad Monster Mansion geht dann beim nächsten Mal weiter. Ich freue mich schon total. Macht's gut.